Geht es dir auch so, du trainierst und erzielst nicht die gewünschten Ergebnisse? Falls ja, bleib dran. Ich zeige dir, wie du richtig Klavier übst und wie du deine Ergebnisse sozusagen während deiner Übezeit schnell maximierst. Hey Marcel hier von Modern Music, willkommen zu einem weiteren Video. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest, Klavier zu spielen, dann starte jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Das erste, was du tun solltest, ist dein Handy, ja, dein Handy wegzulegen und den Flugmodus anzuschalten. Ich meine, wir leben in 2019 und Handys können unglaublich ablenken. Mir ging es auch so. Es gab Zeiten, da habe ich dann geübt und innerhalb einer halben Stunde poppte mein Handy 5-6 Mal auf und ja, irgendwelche Nachrichten kamen rein. Und während dieser Konzentrationsphase schreckte ich also immer wieder auf und ich verlor den Flow und man war einfach nur noch, ja, ich nenne es mal, oberflächlich konzentriert, ja. Und ja, jedes Mal, wenn ich dann auf Facebook war oder meine anderen Nachrichten gescheckt habe, habe ich diesen Konzentrationsfluss verloren. Man musste sich in die zu übenden Stellen immer wieder neu hineindenken und ich weiß, wir lieben alle unsere Handys, aber ich denke, wenn du in deiner Übungsphase bist, ist es eigentlich die perfekte Gelegenheit, um mal das Handy beiseite zu legen. Am besten legst du es in einen anderen Raum und du wirst sehen, dass du es schon nach kurzer Zeit vergessen hast. Ich denke, dass du deine Übezeit so wesentlich mehr genießen wirst und du ebenso deutlich produktiver sein wirst. Also weg damit! Das zweite, was du tun solltest, setze dir wirklich ganz genaue Ziele, was du jeweils übst. Innerhalb deiner Ziele sollten sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele auftauchen. Ja, also was ist zum Beispiel ein kurzfristiges Ziel? Und zwar ein Ziel, welches du heute bzw. an einem Tag oder sogar innerhalb einer Woche erreichen möchtest. Das besprichst du natürlich am besten mit deinem Lehrer. Falls du noch keinen hast, check mal die Links unter dem Video und melde dich gerne bei mir. Ansonsten hat sich immer bewährt, einen etwas, ja, ich sag mal, strikteren Lehrer zu haben, welcher dich auch pusht, ja. Du wirst dann sehen, dass du so deine kurzfristigen Ziele besser erreichst, was sich dann natürlich wiederum, ja, langfristig bemerkbar machen wird. Also, wie können jetzt kurzfristige Ziele ganz praktisch aussehen? Zum Beispiel kann es sein, dass du deine rechte Hand von Takt 1 bis 4 flüssig spielen möchtest, vielleicht aber auch die erste halbe Seite, ja. Vielleicht sind es bestimmte falsche Töne deiner linken Hand, ja, welche dich immer wieder an einer bestimmten Stelle raushauen. Dann kümmere dich darum. Oder du machst eine kleine Challenge draus und du lernst pro Tag, sagen wir mal, nur 2 Zeilen, ja, jeweils mit rechter und linker Hand getrennt, sodass du nach einer Woche eine komplette Seite flüssig spielen kannst. In der zweiten Woche könnte dein kurzfristiges Ziel wiederum lauten, beide Hände Takt für Takt und Zeile für Zeile zusammenzusetzen. Also du siehst, du musst dir wirklich ganz genau, gerne auch wirklich kleine, ja, kleine Ziele setzen. So wirst du am Ende belohnt. Und du solltest natürlich auch deine langfristigen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Also alles, ich sag mal, so zwischen 3 und 12 Monaten. Frag dich einfach, wie viele Stücke möchte ich lernen? Möchte ich vielleicht einen besonders anspruchsvollen Song lernen, den ich mal auf YouTube gehört habe? Oder ja, es ist einfach wirklich wichtig, dass du diesen Schritt gehst und du es dir klar machst. Ja? Du solltest dir ein Bewusstsein fürs Üben schaffen und nicht nur aus dem Grund üben, ja, weil es dein Lehrer sagt, sondern dir deine Ziele vor Augen halten und dich selbst dadurch antreiben und anspornen. Ja? Also dein Lehrer ist vor allem dazu da, dich auf dem bestmöglichen Weg zu deinen Zielen zu geleiten. Ja, vielleicht fragst du dich manchmal, warum man diese oder jene Übung spielen muss. Hab Vertrauen und am Ende wirst du belohnt. Ja? Also meine Schülerinnen und Schüler lernen dieses Gefühl zu, ja, verinnerlichen und spielen und üben aus tiefster Freude und Überzeugung. Also wenn du das auch erleben möchtest, dann kannst du das gerne selbst einmal ausprobieren und dich bei mir für deinen ultimativen Klavierunterricht per Videokonferenz melden, ja, wo wir uns, ja, bei 2 kostenfreien Schnupperstunden einfach einmal näher kennenlernen. Also übe wirklich mit einer Absicht, einem Vorsatz und mache es zu, ja, einem Erlebnis. Also sei dir bewusst, dass du dieses und jenes übst, um dieses oder jenes zu erreichen. Also wo willst du hin? Ja? Wenn du dich darauf einlässt und du wirklich fokussiert daran arbeitest, dann wirst du dein persönliches Ziel wirklich erreichen. Der letzte Punkt ist ein Schritt, welcher im Grunde von allen Klaviercoaches immer wieder genannt und dabei auch immer wieder unterschätzt wird, nämlich
langsam zu üben. Ja? Also wirklich sehr, sehr langsam zu üben. Ja? Wenn du ein neues Stück lernst, dann ja, gibst du deinem Gehirn viele, viele neue Informationen auf einmal. Viele neue Noten, 20, 30, vielleicht hunderte neue Noten, Pausen, Vorzeichen, Rhythmen. Also wirklich viele Informationen für deinen Kopf, die verarbeitet werden müssen. Du solltest deinem Gehirn helfen, diese ganzen Einflüsse zu verarbeiten und sie Schritt für Schritt zu erledigen. Happen für Happen sozusagen. Ja? Ich empfehle meinen Schülerinnen und Schülern beispielsweise immer die Hände getrennt zu üben. Ja? Du musst das Stück nicht direkt mit beiden Händen zusammen und im Originaltempo spielen. Das ist viel zu schwierig. Das funktioniert so nicht. Ja? Also ich sage meinen Schülerinnen und Schülern immer, 1 plus 1 ist 3 oder sogar 4. Ja? Es ist nicht leicht, beide Hände zusammenzusetzen, selbst wenn du sie einzeln geübt hast. Du weißt, wie du links spielst, du weißt auch, wie du rechts spielst und du spielst jetzt automatisch zusammen. Nein, so leicht ist es nicht. Ja? Es wird dir aber deutlich leichter fallen und schneller funktionieren, wenn du sie einzeln geübt hast. Beide Hände zusammenzuspielen ist ein ja, ganz anderes Level, ja? Eine ganz andere Schwierigkeitsstufe. Also, was du wirklich tun solltest, ist es, deine Hände getrennt zu üben. Ich sage es immer wieder, rechte Hand meistern, dann die linke Hand meistern. Und dann kannst du darüber nachdenken, sie zusammenzubringen. Ich selbst spiele auch Kirchenorgel. Das heißt, ich muss meine Hände getrennt üben. Dann das Pedal, dann die rechte Hand und das Pedal, dann die linke Hand und das Pedal. Und erst dann kann ich mal darüber nachdenken, die rechte und linke Hand und mein Pedal zusammen Takt für Takt zu erarbeiten. Ja? Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir noch ein viel schwierigeres Los haben und die Übephase einfach noch länger dauert. Ja? Gehst du anders heran, wirst du schnell merken, dass dein Gehirn überfordert sein wird. Ja? Was du am Ende des Prozesses von deinem Gehirn willst, ist natürlich, dass es sich diese Flut an Informationen behält und abrufen kann. Und das ist wirklich nur möglich, wenn du dich an diese Anleitung hältst. Gib deinem Gehirn einfach mal, was es braucht. Also einfache Schritte, ja? Rechte Hand zuerst, dann die linke Hand, dann zusammen in kleinen Abschnitten, Takt für Takt, zum Beispiel die ersten 4 Takte. Und wenn die klappen, dann machst du weiter mit den nächsten 4 Takten. Ja, und hier hast du sie. Das waren 3 wichtige Tipps, welche dir bei deinem Übeprozess helfen werden, um Ergebnisse schnell zu erreichen und Erfolg zu sehen. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, was du persönlich am schwierigsten fandest, umzusetzen. Das würde mich mal interessieren. Und wenn du jetzt sagst, genau das ist es, wie sich Klavierspielen anfühlen sollte, ja, wie ich lernen möchte, dann melde dich gerne bei mir. Klick auf den Link unter dem Video, trag dich ins Formular ein. Ich rufe dich dann zurück für ein kostenloses Erstgespräch und wir vereinbaren einfach mal 2 kostenlose Probeeinheiten, wo du dann mit deinem Laptop, Smartphone oder Handy dich mal dazu schaltest. Du siehst mich aus unterschiedlichen Kameraperspektiven in bester Sound- und Audioqualität. Oder du sagst, ich möchte das vielleicht erstmal auf eigene Faust probieren. Da habe ich den Videokurs Klavierspielen auf Knopfdruck für dich, findest du auch unten in den Links. Und du kannst ihn dann auch immer ganz leicht upgraden, wenn du Live-Unterricht haben möchtest. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.